Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Skybounds. Jo Leute, ich habe hier meine Insel ein bisschen umgebaut. Und zwar fangen wir einfach hier mal an. Ich wollte hier einfach ein bisschen mehr Platz haben, dass es nicht so eng aussieht. Und deswegen habe ich hier mal eine Mauer reingezogen. Hier ist unser, ja, ich sag mal, kleiner Tresor mit allen wichtigen Sachen. Da habe ich hier nochmal alles ein bisschen besser sortiert und so. Das sind jetzt nicht so wichtige, aber da weiß ich noch nicht, was ich da reinmache. Ihr habt mir in die Kommentare jetzt unter dem letzten Video richtig, richtig viele Tipps und Vorschläge geschrieben, was wir mit dem... Oh, ich bugge hier fest. Was wir mit dem Tempel da hinten machen können. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden, aber es kamen auf jeden Fall zwei Vorschläge, die von ja sehr vielen kamen. Und zwar entweder einen Spawner, einen automatischen, oder ein Lager. Und jetzt werde ich, bevor ich da eine Entscheidung treffe, etwas tun. Und zwar habe ich hier die Paper Schematic Atlantic Tower gefunden. So, ich klar. Hier werden wir das Ganze jetzt einfach mal machen. Ich hoffe jetzt einfach, es macht nichts kaputt. Oh, Leute, was entsteht da? Aber ich glaube, der kommt ganz gut. Der kommt ganz gut. Wir haben richtig gut gesetzt, glaube ich. Yo, ey, es laggt schon ein bisschen, wenn es aufbaut. Ich hoffe, der ist nicht so fett, dass er jetzt das Teil kaputt macht. Der scheint aber richtig hoch zu sein. Das ist ja ein richtig heftiges Teil, Mann. What the fuck? Aber, Leute, ich habe das richtig... Oh mein Gott, das war wieder mal so richtig Zufall, aber es ist auf jeden Fall gut geworden. Nice. Nice, Alter. So, okay Leute, ich habe jetzt hier nochmal den Eingang gebaut und auf der anderen Seite zugemacht. So Leute, ey, von weitem sieht das ja echt mal nicht schlecht aus. Auf jeden Fall. Ja, finde ich ganz cool, kann man irgendwie so lassen. Ich glaube Leute, das wird unser Illuminati-Hauptquartier. Jetzt will ich hier aber mal kurz ein bisschen ausleuchten, weil irgendwie... Ist mir das doch ein bisschen zu dunkel hier. Hä, wieso kommt man hier nicht hoch? Ist ja voll behindert. Ja gut, dann setzen wir einfach Leitern hin. Und hier müssen wir aufgraben. Kommt das hier hoch? Das sind verschiedene Ebenen hier. Also damit können wir doch was anfangen. Auf jeden Fall, Mann. Das ist ja richtig cool, Leute. Ja, kann man so lassen. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich damit machen werde, aber ist ja auch egal. Gut, dann wären wir hier mal auf jeden Fall fertig. Ich will jetzt hier mal noch ein paar neue Spawner machen, beziehungsweise setzen. Ich habe hier die Felder schon vorbereitet. Der eine Schaf-Spawner, den machen wir hier drauf, genau. So, dann machen wir den... Cow auf jeden Fall. Moment. Eins. So, hier, oder? Ja. Da. Zack. Perfekt. Perfekt. Auf jeden Fall spawnt hier überall was. Kühe auch. Ja, perfekt. Super, nice. Damit wären unsere Spawn hier fast fertig. Wir bräuchten eine Kuh und einen Chicken Spawner bräuchten wir noch, dann wäre das fertig, aber es läuft doch ganz gut soweit. Und jetzt machen wir erstmal unsere Warzone Crates auf. Denke mal, ich hoffe mal, dass da was Gutes rauskommt. Die machen wir einfach hier auf. Oh, was gibt's denn da so? Oh mein Gott, da gibt's ja richtig... Oh, ich will... Oh mein Gott, ich will die... Nein, den Helm. Oh, ach, da kommt mehreres Zeug. Ist ja cool. Ich will die Spitzhacke mit Magic Touch, Mann. Was habe ich da jetzt bekommen? Eine Stunde. Ja, naja. Ich will die Spitzhacke. Oder irgend... Ja, doch. Komm, gib mir. Nice. Na, was habe ich da... Was habe ich jetzt alles bekommen? Sparkle Boots.
Die sind ja richtig gut, Alter. Hammermäßig die Boots. Okay, Barbarian Headband, Protection 10. Ey, das ist ja natürlich auch ziemlich nice. Ja gut, der Orb of Light, eine Stunde ist jetzt ein bisschen unnötig, aber ist ja richtig geiler Stuff, Mann. Aber Leute, komm, gib mir jetzt Ore Seeds oder die Pickaxe, Mann. Ich will die Pickaxe. Nein, nein, nicht nochmal ein Helm. Oh doch, Protection 10. Ach man, ich wollte doch so gern. Was habe ich jetzt? Block of Coal. Wow. Komm, das Schwert. Komm, das Schwert. Oder Ore Seeds mal. Ore Seeds wären voll gut. Barbarian Shoes, okay. Warum kriege ich dauernd Schuhe und Helme? Schade. Schade, schade. Aber ja, ist, also kann man auf jeden Fall so lassen. Ich hätte mich jetzt über die Pickaxe mit Magic Touch gefreut. Oder über ein Schwert. Aber ist okay. Dann haben wir wieder guten Stuff hier. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Spawn. Und dann geht's. Mein Gott, wieso regnet's hier? Ist ja ekelhaft. Nein, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt zum Markt und verkaufen unser Zeug. Und dann dürften wir auf jeden Fall mal halbe Millionäre sein. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil. So, Rechtsklick zum Verkaufen. Hauen wir mal alles da rein. Und es dürften wieder 30.000 sein, circa. Verkaufen. 31.000, nice. Rechtsklick, dann verkaufen wir jetzt noch den Rest. Und es... Hä? Ist das ein Anzeigebug? Das rechnet's nicht dazu. Was ist da... Was ist da falsch? Jo Leute, ich habe jetzt nochmal kurz den Launcher neu gestartet. Anscheinend ist es ein Bug, jetzt ist die Anzeige komplett weg. Keine Ahnung, wie man das fixen kann. Aber soll uns jetzt auch nicht stören. Ich mache jetzt einfach mal Challenge und wir schauen jetzt, was die nächste Challenge ist. Die will ich jetzt nämlich nochmal machen. Craft a Bed. Dürfte jetzt nicht so schwer sein. Ich meine, wir haben ja genug Wolle. Wir haben genug Holz, auf jeden Fall. So, wo ist eigentlich mein ganzes Holz hin? Und wo sind... Ey, ich hab keinen... Irgendjemand hat hier ausgeräumt. Uncool. Uncool. So, Bett. Oh, Level 13. Haben wir da hinten... Haben wir da wieder was gedroppt bekommen? Das wäre richtig cool, wenn da wieder so eine... Eine Kiste wäre... Oh, nice, das ist wieder eine Kiste. Richtig gut. Was ist da drin? Item XP Booster. Multiplies all item XP you gain while activated. Booster type all items. Multiplier, okay. Eine Stunde lang. Ist ja geil. Dann können wir Items hochfarmen damit. Oder wir können es verkaufen. Weiß ich noch nicht. Werden wir jetzt auf jeden Fall hier... einlegen. Challenge. Was ist unsere nächste Challenge? Race from the North Outpost to the... Okay. In unter 3 Minuten. Ach du Scheiße. Wenn ich wüsste, wo die sind, könnte ich das machen. Das ist ja richtig behindert. Okay, das machen wir irgendwann anders, nicht jetzt. Ich werde jetzt erstmal gucken. Leute, wo stelle ich das Bett hin? Ich glaube, das Bett kommt in unser Illuminati-Hauptquartier. Da hinten. Irgendwo. Ich stelle das jetzt einfach jetzt irgendwo YOLO hin. Ich werde es hier oben irgendwie für mich einrichten. Zum Beispiel hier. Zack. Können wir da schlafen? Okay, cool. Ich würde jetzt aber mal sagen, das war's einfach mit der Folge. Wir haben jetzt zwar nicht viel gemacht, aber trotzdem viel geschafft. Ist doch ganz gut geworden so. Habe ich noch irgendwas, dass ich... Ich habe keine Crates mehr, ne? Nee. Schade. Schade.
Auf jeden Fall würde ich dann bald auch mal ein paar Sachen enchanten wollen. Aber gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Falls euch gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst auf jeden Fall einen Kommentar nicht. Und tschüss.